Schon wieder eine längere Pause gehabt, sorry dafür, aber es geht weiter. Und zwar gibt es erstmal einen neuen Patch, 1.06 ist raus. Und der behebt unter anderem den Fehler, dass wir nur eine Sache von einem Alchemie-Ding hier craften können. Das heißt, ich kann jetzt endlich wieder auch ein blaues Mutagen craften. Das finde ich schon mal sehr angenehm. Das können wir einfach mal machen. Klein brauche ich eh nicht. Dann kann ich jetzt auch endlich mal ein großes blaues craften. Das heißt, ich habe dann plus 10 Zeichen Intensität. Zack. Und grüne, ich vercrafte die einfach alle mal, was ich bisher so habe. Okay, mehr kann ich erstmal nicht machen. Aber das ist doch schon mal sehr schön. Ich crafte, glaube ich, einfach gerade auch mal ein paar Bomben, die wir noch nicht haben. Drachentraum. Kartätsche können wir auch noch machen. Okay, das haben wir erstmal alles. Okay. Dann sind zwei neue DLCs rausgekommen. Einmal ein alternatives Aussehen für Triss, wenn wir die in Novigrad treffen. Wissen wir, dass sie da sein soll. Und zum anderen ist rausgekommen eine neue Schatzsuche. Und zwar für das, Wolfsgear, also Schule der Wölfe Ausrüstung. Ich werde das mal wieder klarkommen auf meine deutsche Spracheinstellung hier. Das ist genauso wie das, was wir schon von der Wipernschule haben oder von der Bärenschule, wo wir schon auch schon Teile gefunden haben. Oder die Greifenschule. Es gibt endlich auch das von Geralds Hexerschule, das Zeug. Und es soll wohl mit Level 14 in Novigrad beginnen, die Quest. Das heißt, ich gehe mal davon aus, oder ich würde es jetzt versuchen, in Zukunft relativ fix mich Richtung Novigrad aufzumachen. Damit wir das eben anfangen können. Also jetzt suchen wir erstmal die Questfeld, die wir haben. Wir sind auf dem Friedhof nach Hinweisen suchen, um die lustige Witwe irgendwie, die hier rumspukt. Also noch wissen wir nicht, was spukt, aber wir müssen die Quest erstmal. So. Ghouls dug up the graves, and the stench of decay attracted wild dogs. But neither ghouls nor dogs steal kids. Das ist richtig. So, wir sollen jetzt den Friedhof erkunden. Das werden wir auch gleich tun. Ich werde nur kurz mal gucken, was ich hier noch so looten kann. Alles, das sind nämlich verschiedene Pflanzen, die ich noch nicht kenne. Es gibt einfach so viel Stuff in diesem Spiel, das ist einfach unglaublich krass. Raunenwurzel hatte ich auch noch nie, glaube ich, nie. Was ist das hier? Noch eine Raunenwurzel, okay. Ja, rohes Fleisch nehmen wir einfach mal mit. So. Also, Friedhof erkunden. Okay, noch ein bisschen looten. Hasenfell, ja, spektakulär. So, was ist das denn hier? Dug up. No tools used though. Okay, irgendjemand ein Grab geöffnet, ohne aber Werkzeug zu benutzen dafür. Dug up with a hoe? Nope. Claw marks right there. Okay, Claw marks, also mit Klauen. Bevor wir da reingehen in dieses Friedhofshäuschen, gucken wir uns vielleicht gerade mal draußen um. Grave's been dug up recently. Smell of cadaverine's old though, overripe. Wonder where the stench will lead me. Okay. Also haben wir hier schon mal einen Geruch, der uns irgendwo hinführt. Dann gucken wir jetzt aber trotzdem gerade ganz kurz hier in diesem Häuschen um. Ob hier vielleicht noch was drin ist. Das dachte ich mir nämlich. Nilfgaardische Wächterrüstung. Ja gut, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt, können wir verkaufen auf jeden Fall. Und hier drin sind so ein paar Kerzen. Gut, das sollen wir jetzt nicht weiter plündern, oder mehr gibt es ja eigentlich auch nicht zu plündern. Also folgen wir mal dem Geruch, den Geralt hier aufgenommen hat.
immer der jetzt hinführt. Hier vorne. Sechs hat ansonsten nur noch Bugfixes gehabt. Okay, einmal rüberjumpen. Also eigentlich nichts weiter Spektakuläres, aber halt ja, diese Änderung wieder, dass man mehrere Sachen von einem craften kann, das finde ich schon recht angenehm. Das doch ein bisschen hinderlich war. Wir können gerade mal gucken, dass ich die Mutagene auch einsetze. Ich weiß nämlich nicht, was ich da... Genau, da drüben hatte ich ja eins drin. Da könnte ich jetzt einen 100er Vitalität reinpacken oder 10% Zeichenintensität. Ich mache mal 10% Zeichenintensität. Dann haben wir nämlich schon mal plus 20 durch das eine, was wir da eh schon drin haben. Das sollte sich ja ganz gut anbieten. Geruch geht hier weiter. Okay, hier in diese Hütte. Whatever filth lives here sure chose an unusual place for its lair. Okay. Creature can use tools. Means it's sapient or just plain clever. Kochstelle? Somebody's doing some cooking. Yes. A human femur, a child's. Okay, irgendwer kocht hier Kinder. Human skulls in a magic circle. Monsters clearly using them, drawing strength from the place of power. Gotta be a grave hag. Collected the skulls to draw the power through them. Confidence grew enough it started prowling the village. Need to take the skulls, force it to go back to the cemetery. I'll get it there. Ein Gruftweib. Haben wir da schon einen Eintrag im Bestiarium für? Achso, hier, das hatten wir von Hannah noch vom letzten Mal. Gut, das müssen wir nicht nochmal. Das haben wir quasi abgeschlossen. Gruftweiber, das ist auf jeden Fall neu. Was die Feuerbestattung angeht, können die Menschen von den Gnomen lernen. Draußen in den Feldern Leichen zu vergraben, das ist, als würde man den Monstern einen Teppich ausrollen. Wenn es eine Gude sind, die sie erschnüffeln, mag es ja gehen. Die fressen sich einfach voll und ziehen weiter. Aber wenn es, mögen es die Götter verhüten, ein Gruftweib ist, das da fressen kommt, dann nehmen die Probleme kein Ende. Jacques de Villepin oder Villepin, Akademie von Ochsenfurt. Wenige Monster tragen so passende Namen wie Gruftweiber. Man errät, dass sie alten, krummen Frauen ähneln, die sich bei Friedhöfen und Schlachtfeldern herumtreiben. Gruftweiber fressen Leichen, vor allem das verwesende Knochenmark, das sie mit ihren langen, fühlerartigen Zungen aus den Knochen lutschen. Wenn ein Gruftweib alle Leichen in Reichweite gefressen hat, fängt es an, Menschen zu töten. Diese vergräbt es auf dem Friedhof und wartet, bis die Verwesung einsetzt. Ja, super lecker. Nekrophagenöl, Irden und Kennen sind sinnvoll. That ought to really piss it off. Now to lay low in the cemetery. It's likely to crawl out after dark. Okay. Dann platzieren wir mal die Schädel auf dem Friedhof. Und warten, bis das Viech vorbeikommt. Habe ich noch Öl aufgetragen? Nekrophagenöl sollte ja helfen. Ja, haben wir noch. Ich kann mal kurz mal noch das Gift da hinten auf die andere Klinge packen. Und ich bin noch nicht intensiv mit den Runen beschäftigt. Das muss ich halt auch noch irgendwann mal machen. So, okay, das soll ich quasi da drinnen machen. Eine Schönheit. Thief, skulls he stole. My skull. There she is, right on cue. Oh,
kurz in Sicherheit bringen. Trauerschnepfer heißt das Vieh. Oh. War eigentlich ganz gut gegen das Viech. Sehr schön. Das hat doch gut funktioniert. Eine Reliktwaffe kriegen wir und eine neue Trophäe auf jeden Fall auch noch. Nett, dass Plötze direkt hier vor uns steht. Wir gucken uns mal gerade die Trophäe an, was die bringt. 5% Bonuserfahrung bei Humanoiden. Ja, das finde ich jetzt nach wie vor nicht so spektakulär. Ich glaube, ich nehme echt hier das Greifending wieder. Das sieht einfach am geilsten aus, wenn das an Plötze dranhängt. So, dann gehen wir mal zum Totengräber. Und sagen, dass wir den Job erledigt haben. Ich glaube, da mache ich mich einfach auf Richtung Novigrad. Um einfach die Hauptstory weiter zu verfolgen ein wenig. Da habe ich irgendwie gerade am meisten Bock drauf. Die Nebenaufgaben laufen mir nicht weg. Das ist ein sehr gesprächiger Mann. Hear about the job. And? It's taken care of. It was a grave hack that dug up the graves and snatched the child. Aye. So, how is the little tyke? Found him in the grave hag's lair. In her cauldron, to be precise. Want me to go on? Might not even said that much. What about my reward? Oh, I've not forgotten, nay. Here you go. Thanks much for your help. Take care. Jo, kein Problem, mein Freund. So, Charakteranstieg. Dann leveln wir mal. Jo, weiter Präzisionsangriffe hier. Ich verwende hauptsächlich immer noch schnelle Angriffe. Ich denke, ich hätte aber auch noch irgendwann noch die starken Angriffe tatsächlich skillen. Also, dass ich zumindest diese vier Fähigkeiten hier vorne komplett voll habe. Das sind einfach die wichtigen Dinge, sage ich mal. Also diese Basic Skills eigentlich, die man haben sollte. So, Quests. Also ich wäre für Scheiterhaufen in Novigrad, einfach weil wir jetzt schon Level 13 sind und das ein Level 10 Quest ist. Um eben die Hauptquests da weiterzumachen. Das machen wir jetzt einfach auch. Das heißt, wir können gerade vielleicht das hier mitnehmen. Und dann geht es hier Richtung Norden weiter. Vielleicht nehmen wir den Weg hier hoch. Das hier drüben kennen wir ja schon bis hierhin. Also über die Taverne am Scheideweg und können dann hier noch diese Fragezeichen mitnehmen auf dem Weg nach Norden. Finde ich nicht so schlecht. Ich denke, das werden wir jetzt tun. Da
Da ist die Brücke, die nehme ich gleich. Vorher muss ich einmal hier runter. Da drüben ist das, wo ich hin wollte. Slow now. Ist tatsächlich im Wasser drin. Kriegsbeute, okay. Okay. Das ist abgeschlossen. Hier haben wir einen Schlüssel gefunden. Erstmal alles mitnehmen. Okay, dann können wir wieder auftauchen. Gerade mal schauen, was haben wir hier an neuen Waffen bekommen. Die Mondklinge, ein Silberschwert, was viel besser ist als unser. Also zumindest vom Schadenwert her. Und es heißt einfach auch mal cool. Ich denke, das werde ich einfach mal equippen momentan. Wie gesagt, ich muss mich mit diesen Runen nochmal intensiver beschäftigen irgendwie. Sieht doch cool aus, das Ding. Das ist eine Stahlwaffe, die ist eigentlich auch ein wenig besser als unsere. Kritische Trefferbonus, kritische Trefferchance. Chance auf Betäuben. Okay, ich denke, so lassen wir das erstmal. Was haben wir hier noch gefunden? Okay, irgendeine besondere Weinsorte oder sowas. Oh ja, also die beiden Waffen gefallen mir auf jeden Fall ziemlich gut. Die sehen schick aus. Dann benutzen wir die doch erstmal eine Weile. So, hier rüber und dann muss ich mich quasi links halten. Hier hätte ich den einen Banditen mal das Schwert abgekauft, was ich dann eine Zeit lang benutzt habe. Ach, waren hier vorne nicht Level 16 Banditen oder sowas, die mich letztes Mal ziemlich verprügelt haben? Ich meine schon, dass das der Fall war. Faster. Das heißt, hier werden wir uns gerade mal elegant dran vorbei machen. Möglichst unfallfrei. Nee, jetzt werden wir noch Level 7. Moment. Dann hauen wir die gerade mal kaputt. Aber ganz schön viele sind's. Ah, hier ist der Level 16er. Also da waren sind scheinbar mehrere Gruppen, die hier auch noch gleichzeitig. Okay, jetzt war leider die Animation nicht gesehen, die wir gerade durchgeführt haben. Deserteure sind das hier. Ja, ja, Nilfgaard, mein Freund. Ich sehe nichts, wenn er da in dem Busch steht. Okay, ausweichen kann ich. Tarieren kann ich immer noch nicht vernünftig. Ich glaube, da muss ich mir einfach nochmal ein Video anschauen, wenn das richtig macht. Das würde diese Kämpfe tausendmal einfacher machen, behaupte ich. Shit.
So, die Langschwerter werde ich jetzt nicht alle aufsammeln. Ich weiß, dass ich die alle verkaufen könnte, aber... Der Schlüssel ist wichtig, denke ich mal. Das Essen nehme ich auch mal mit. Und vielleicht die Crafting-Gegenstände noch. Gegrilltes Hühnerbrötchen. Wir nehmen voll die leckeren Sachen immer zu essen dabei. Dafür, dass es irgendwelche Deserteure und Banditen in den Wäldern sind, leben die ganz schön gut. Muss man mal so sagen. Geralt, danke. In diesem Häuschen hier irgendwie ist einer drin eingesperrt. Wie komme ich denn da rein? Von welcher Seite? Hier irgendwo. Hallo, guter Mann. Wer sind Sie denn? Ein unverschickter Brief. Den lesen wir kurz mal durch. Ich sehe schon, ich komme wieder gar nicht voran, die Folge. An den großen und ehrbaren Feldwebel Kavry Farrelüch-Lechin. Du hattest gefragt, mein guter Herr, wie viele Männer ich für den Ruhm des Reiches zusammenrufen könnte. Hier ist nun meine Antwort. Zunächst aber geht es zu wissen, dass ich jederzeit ein paar Landeier aus Sandort aufbieten kann, aber damit meine ich eher Kerle zweiter Klasse, hauptsächlich Alt- und Taugenichtse. Das sollte derlei Gesindel für dich von Nutzen sein, lass mir eine Nachricht zukommen und nach nur einer Woche schicke ich dir eine ganze Ladung davon, zusammen gefährlich wie Vieh. Ich habe auch das ein oder andere Wort mit einigen Soldaten gewechselt, die aus dem Dienst des Barons ausgetreten sind, nachdem der eines Nachts so betrunken war, dass er einem von ihnen einen Schürhaken ins Auge gestochen hat. Es gibt zwei Lager, eins direkt neben der Burg und eins an der Südgrenze von Velen. Wie du sicher bereits erraten hast, wollen sie schnelles Geld machen. Wenn du uns also ein paar Kronen als Vorschuss zukommen lassen könntest, werden wir dir eiligst die hübschesten Damen und kräftigsten Kerle in ganz Velen schicken, vielleicht sogar im ganzen Norden. 100, 200, wie viel der große Feldwebel auch immer braucht. Dein bescheidener Diener, Dalegor. Okay. So, mein Freund. Du siehst wie ein Schmied aus. Ich würde gerne mit dir reden. Hallo? Nee, kann ich nicht. Das vielleicht nur von hier? Okay, er geht einfach. Ah, jetzt kann ich mit ihm reden. Thank you, Witcher. You ought to come by Mulberry Dale. See me forge. I'll have some. Mulbertal, okay. Joa. Ja, zerbrochenes Ruder brauchen wir jetzt nicht. Den Rest hier drin, keine Ahnung. Einfach mal alles hier bleiben. So, dann weiter geht's. Jetzt. Wow! Run, Roach. Plötzlich das schafft sich da so einzubauen. Das ist teilweise schon der Shit so ein bisschen. So, wir folgen dieser Straße. Biegen dann irgendwann links ab. Können wir mal kurz wieder Öle auftragen. Ich glaube, ich hatte eben auch im Kampf keine drauf. Nee, Level 1 Wildhund, sorry, aber da hab ich jetzt keinen Bock drauf, mich mit euch anzulegen. Das sollte Plötze auch schaffen von ihrem Paniklevel her. So, hier biegen wir jetzt links ab. Hier durch die Furt durch. Come on. Hier vorne irgendwo wieder rechts. Genau, hier war die Taverne. Wir hätten dort dann einen Boxkampf. So, und jetzt müsste es ist der erste Weg hier hoch. Ja. Und dann hier weiter.
Jetzt hab ich so gar keinen Bock, mich hier mit irgendjemandem zu prügeln, der, ja, so weit unter meinem Level ist. Das ist halt echt lächerlich, dass sie sich überhaupt mit mir anlegen wollen. So, was gibt's denn hier? Banditenlager. Okay. Auf geht's. Kill if you love the gods! Kill him! Okay, einfach beseitigt. Rasiermesser brauche ich jetzt nicht unbedingt. Gucken, was in der Truhe drin ist. Ja, gut. Jägerhose brauchen wir jetzt auch nicht mehr unbedingt. Ist einfach schon zu weit unter unserem Level. Okay, Plötze. Bitte nicht einfach irgendwo hin abhauen. Dann hier, hier und dann gehen wir hier hoch. Kommen wir sogar hier in dieser Quest vorbei, was auch immer das ist. Zeit für euch. Okay, hier gibt es scheinbar auch eine Schlacht. Das sind irgendwelche Fortifikationen hier, irgendwelche Befestigungen am Ufer. Hier wohnen scheinbar auch irgendwelche Leute, aber die sind mir scheinbar freundlich gesonnen. Hier ist ein bewachter Schatz. Das sieht nach Nekrophagen aus. Ein Wasservibe oder sowas. Okay, so eine Art Wasservibe. Ganz gut aus. Muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich da die ganze Zeit meine Rüstung drin habe, meine Quen. Zu früh aufgehört zu schlagen. Ich dachte eigentlich, es wäre schon tot. Das war so eine Unterart von Wasserweibern. Meisterlich gefertigter Sattel. Okay, dann nehmen wir einfach mal alles mit. Blutschwert. Okay, nochmal ein besseres Silberschwert als das, was ich habe gerade. Legen wir einfach mal an. Der Sattel hat 35 Ausdauer, hat wie viel hatte meiner? Ich glaube 40, oder? Ah, 50 sogar, okay. Also den brauchen wir nicht. So, was war hier noch? Dieses Ganze hier verstehe ich noch nicht so ganz. Also hier ist irgendwie scheinbar so ein Lager oder so. Ich markiere mir das mal hier oben gerade. Jedenfalls schwimme ich da einfach durch den Fluss. Da gehen wir einfach mal noch zu Fuß hin. Gucken, ob hier irgendwie ein Wegpunkt oder sowas ist.
Also immerhin sind hier Leute. Luftgöttische Soldaten. Die haben hier schon mal ein Lager aufgeschlagen, aber das ist irgendwie, sieht das nicht so ganz so heile aus. Die ganze Befestigung von denen. Also die halten ja alles, was südlich von dem Fluss ist. Aber einen Wegpunkt gibt es hier scheinbar nicht. Der Bar sagt er zu mir. Was heißt wieder so eine Kriegsbeute? Hier oben war scheinbar mal irgendwie eine Festung oder sowas. Das sind Pferde. Noch mehr Nilfgaardische Soldaten? Oh, da oben fliegt irgendwas, aber mehr ist hier nicht, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir gerade noch die Kriegsbeute bergen. Was auf uns wartet. Die Voraussetzungen sind nicht irgendwelche Viecher bei, die mir gleich richtig wehtun. Quasi das da unten, oder? Man sieht halt leider nicht so wirklich mega viel. Noch eine Truhe. Okay, einfach alles mitgenommen. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich glaube, es waren nicht so gute Items. Nee. Silbersteineschwert war jetzt nicht so der Burner. Okay, dann gehen wir eben noch an Land. Auf unsere Karte, wie weit wir jetzt noch weg sind. Also hier vorne ist noch irgendwas. Und dann ist es gar nicht mehr so weit weg. Also ich denke, nächste Folge sollten wir es eigentlich schaffen, dass wir da oben hochkommen. Und da geht es dann auch weiter. Also hier vorne auf dieser kleinen Halbinsel, dann hier noch rüber. Die Quest nehmen wir hier noch mit. Und dann sind wir hier quasi schon in einem Vorort von Novigrad. Und dann werden wir erst wieder so viel neue Quests bekommen, wird es dann wieder erstmal schwierig, einen Überblick zu bekommen. Aber irgendwie wird es schon klappen.